Gestatten Sie mir, verehrte Zuseher, dass ich diese Sendung mit einer Anekdote beginne, die wir dem Komponisten Hans Eisler zu verdanken haben. Die Geschichte spielt unter Emigranten im Winter 1934 in London. Eisler arbeitete mit Bert Brecht an der Vertonung verschiedener kleiner Stücke. An diesem Nachmittag hatte sich Stefan Zweig zu einem Besuch angesagt. Stefan Zweig, das war den beiden bekannt, verfügte über ein beträchtliches Vermögen, galt somit als möglicher Mäzen. Das Gespräch mit ihm nahm jedoch nicht den gewünschten Verlauf. Zweig zeigte sich eher zugeknöpft. Um nun die leicht gespannte Stimmung ein wenig zu entspannen, bat er Eisler und Brecht um eine kleine Probe der Arbeit, an der sie gerade saßen. Als habe er nur auf dieses Stichwort gewartet, setzte sich der Komponist ans Klavier und der Dichter sang mit seiner rauen, faserigen Stimme das Lied von der belebenden Wirkung des Geldes, das ich hier aus dem Gedächtnis zitiere. Niedrig gilt das Geld auf dieser Erden, und doch ist sie, wenn es fehlet, kalt. Doch die Erde kann sehr gastlich werden, plötzlich durch des Gelds Gewalt. Insgesamt 7 Strophen, gleichsam passend zum Anlass. Stefan Zweig verstand die Anspielung auf Anhieb, zeigte sich aber nicht gekränkt, sondern zollte allerhöchstes Lob. Ja, schien in seiner Begeisterung kein Ende finden zu wollen, bis Brecht bescheiden abwinkte und bemerkte, es handelt sich ja doch nur um eine kleine Kostprobe, eine Bagatelle. »Sagen Sie das nicht, Herr Brecht«, antwortete Stefan Zweig und wandte sich zum Gehen. »Vielleicht ist es das Beste, was Sie je geschrieben haben.« Brecht und Eisler waren damals 38, Stefan Zweig um gut 1,5 Jahrzehnte älter. Aber Zweigs Bücher waren genauso von den Nazis verbrannt worden wie die Werke von Brecht. Doch die Differenzen, die das kulturelle Deutschland vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten gekennzeichnet hatten, wurden durch das erzwungene Exil der Künstler und Intellektuellen keineswegs aufgehoben. Das lag wohl am allerwenigsten an deren sozialer Herkunft. Bert Brecht, dessen umfangreiches Wirken wir hier nur ganz, ganz grob andeuten können, hat zwar versucht, seine eher bürgerliche Abstammung im Nachhinein ein wenig zu proletarisieren, doch das war eher eine Sympathieerklärung an die sozialistischen Freunde, anfangs vielleicht auch Teil einer Neuerfindung seiner Person als der Außenseiter, der Unangepasste. Épater le bourgeois, gibt dem Bürgertum Saures. So könnte man diese Haltung nennen, hätte sich nicht bei dem jungen Mann schon mit 20, 21 Jahren eine so vehemente literarische Begabung gezeigt, dass man diese Posen leicht vernachlässigen kann. 1923, da hatte Brecht für sein Drama Trommeln in der Nacht bereits den begehrten Kleistpreis erhalten, wurde in Berlin sein Stück Baal uraufgeführt. Baal ist der Name einer schreckengebietenden Gottheit aus dem vorderen Orient, die wahlweise mit Meister, mit Unterwerfer oder Herrscher übersetzt wird. Im Stück ist es ein junger Dichter, der diese Rolle übernimmt, säuft und schrecklich unter Frauen wütet. Wollte Bert Brecht Baal sein? Wohl nicht trotz seines lebenlang problematischen Verhältnisses zu Frauen. Es handelte sich wohl eher um eine kühne Projektion im Geiste des entfesselten Expressionismus. Der Himmel ist oft violett, die Körper gerade, die Körper der Damen sind gerne bleich, der Schnaps stets zur Hand. Die Kritiker waren begeistert. Brecht war unverschämt jung, unverschämt begabt und wurde 1928 unverschämt erfolgreich, als seine Drei-Groschen-Oper uraufgeführt wurde. Das Wort seine vor Drei-Groschen-Oper spreche ich hier mit aller gebotenen Zurückhaltung aus. Einmal, weil zum Erfolg ganz wesentlich die Musik von Kurt Weill beisteuerte. Zum anderen, weil Brecht gelernt hatte, auch Fragen des geistigen Eigentums mit einer unbürgerlichen Nonchalance zu behandeln. Wenn man so will, war er bereits eine Art Theaterunternehmer geworden. Den Text zur Oper, stammt von John Gray, hatte ihm Elisabeth Neumann, seine Geliebte, aus dem Englischen übersetzt. Von seinem Geistesfreund François Villon bockte er sich Balladentexte, von Rudyard Kipling das Vorbild für den Kanonensong. Gut, Brecht schrieb viel um in seinem Text, doch weniger robuste Gemüter hätten wenigstens die Quellen
und Mitarbeiter. Genannt so ging die mitreißende Geschichte des Gangsters Mackie Messer und seines Widersachers, des Bettlerkönigs Peachum, als das Geisteskind eines einzigen Autors und dessen Komponisten in die Geschichte der Bühnenerfolge ein. Gerade das bürgerliche Publikum genoss den Angriff auf die bürgerliche Moral, wie der Schriftsteller Elias Canetti damals notierte. Ich bin ein Stückeschreiber. Ich zeige, was ich erlebt habe auf den Menschenmärkten. Habe ich erlebt, wie der Mensch gehandelt wird. Das zeige ich. Ich, der Stückschreiber. So beginnt, ich zitiere schon wieder aus dem Gedächtnis, ein Gedicht Brechts aus den späten 30er Jahren, zu einer Zeit, da er der Form des Theaters bereits seinen ganz besonderen Stempel aufgeprägt hatte. Brecht oder ich, der Stückschreiber, der, wie es im Gedicht weiter heißt, alles dem Staunen übergab, selbst das Vertraute. Der Fachbegriff für das Erzeugen von Staunen in der brechtschen Dramaturgie heißt übrigens episches Theater. Das meint eine Form der Darstellung, in welcher der Zuschauer stets im Klaren darüber belassen wird, dass ihm auf der Bühne etwas vorgeführt wird. Der Zuschauer soll nicht ergriffen, verzaubert, sondern angeleitet werden, die von den Schauspielern vorgegebene Situation kritisch zu analysieren. Die Verhandlung ist wichtiger als der Ausgang des Verfahrens. Es galt, die unsichtbare Wand zwischen Bühne und Zuschauer zu durchbrechen. Ein Verfahren, das in Italien bereits durch Luigi Pirandello mit großem Erfolg ausprobiert worden war. Und das, lassen Sie mich das schnell noch hinzufügen, verehrte Zuseher, durchaus nicht bedeutete, dass dem Publikum jegliche Freude am Spektakel genommen werden sollte. Es gibt schließlich auch eine Lust an der Aufklärung, am Staunen. Etwa wenn ein Wissenschaftler durch den scheinbar banalen Vorgang der Pendelbewegung eines Kronleuchters ins Nachdenken über die Gesetze der Gravitation gerät. Sie haben es längst gemerkt, verehrte Zuseher, wir reden bereits von dem berühmtesten Stück Bertolt Brechts, dem Leben des Galilei. Nur kurz zu Ihrer Erinnerung, Ende des 16. Jahrhunderts gerät der Physiker Galilei in Konflikt mit den Oberen der katholischen Kirche, weil er durch seine Beobachtung der Bewegung der Himmelskörper herausgefunden hat, dass sich die Sonne keineswegs um die Erde dreht, dass somit das alte, das ptolemäische Weltbild, das auch den Lehren der Kirche entspricht, wissenschaftlich nicht haltbar ist. Eine solche Erkenntnis rüttelt an den Fundamenten des Glaubens. Die Inquisition nimmt sich der Sache an. Galilei wird peinlich, also unter Folter verhört, wird aufgefordert, seine Aussagen zu widerrufen. Andernfalls drohe ihm, was Ketzern damals drohte. Die Kirche ist nicht nur um ihr Wissensmonopol besorgt, sie befürchtet auch soziale Unruhen. Denn wenn Autorität erst einmal erschüttert ist, wird es auch für die Gesellschaft Folgen haben. Galilei widerruft nun tatsächlich. Sein Leben, seine Behaglichkeit scheinen ihm wichtiger als das Beharren auf der Wahrheit. Er wird fernab der Stadt unter kirchliches Kuratel gestellt. Seine Schüler haben sich enttäuscht von ihm abgewandt. Nur der Lieblingsschüler besucht ihn und erhält eines Tages die wichtigsten Aussagen seines Lehrers von diesem heimlich in Heftform zugesteckt. Sie sollen ins Ausland gebracht werden zu Kollegen, die weiterhin forschen. Er selber will nicht mehr arbeiten, denn wie er sagt, ein Mensch, der das tut, was ich getan habe, kann in den Reihen der Wissenschaft nicht geduldet werden. Es geht also um den Konflikt zwischen Wahrheitsanspruch und kirchlicher oder weltlicher Autorität. Es geht um die Verantwortung des Wissenschaftlers. Es geht um die Gewissensfrage Auflehnung oder Anpassung. Ich muss hier schnell nachtragen, meine Damen und Herren, dass Brecht seine ursprüngliche Fassung von 1938 noch zweimal umgeschrieben hat. Die Erfindung der Atombombe ließ ihn die Wissenschaft und ihre Verantwortung noch einmal in einem neuen Lichte sehen. Der Sieg der Vernunft, also des wissenschaftlichen Denkens, hatte seine schreckliche Nachtseite gezeigt in Hiroshima und in Nagasaki. Die Aktualität dieser Fragen dauert bis heute an. Auch das erklärt neben seiner immensen Bühnenwirksamkeit den durchgängigen Erfolg des Stücks.
Die Fallhöhe der Gestalten bleibt erhalten, obwohl unsere Wissenschaftler heute längst sozial eingemeindet sind, also nicht mehr die Schicksalsgestalten jener Jahre darstellen, die Namen wie Albert Einstein, Edward Teller oder Werner Heisenberg trugen. An dem Gefühl jederzeit lauernder Bedrohung hat nämlich das wenig geändert. Brecht war Dichter, war Essayist, war Prosaschriftsteller, aber am glücklichsten wohl in seiner Rolle als Theatermann. Er liebte den Betrieb. Es liegt nun auf der Hand, dass die Produktionsbedingungen für erfolgreiche Theaterarbeit ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Allianzen nötig machen als, sagen wir, das Verfassen eines Romans. Es müssen Häuser, Intendanten, Kulturbeamte für die eigenen Projekte gewonnen werden. Es verlangt in Zeiten der radikalen politischen Umbrüche nach gesellschaftlicher Positionierung. Für Brecht stand seit Mitte der 20er Jahre fest, dass sein Lager nicht im Bürgertum, sondern erkennbar links davon angesiedelt sein müsste. Naturgemäß war das keine pragmatische Entscheidung. Hier schlug das Herz des Dichters. War er Marxist? Wohl nicht in einem klassischen, einem orthodoxen Sinne. Er selber hat da wohl ein wenig geflunkert, als er sich auf sein intensives Studium der marxischen Schriften berief. Das meiste, was er zu diesem Thema schrieb, wirkt eher unbeholfen, bemüht und ist zudem in einer eigenartigen Spekulatius-Sprache abgefasst, die nun ganz und gar nicht zu dem Meister des gestochenen Ausdrucks passt. Gut, der Begriff episches Theater steht für das Theater eines Erzählers, eines Aufklärers, manchmal auch eines Belehrers. Und Brecht liebte wohl auch die Rolle, sagen wir besser, den Habitus eines politischen Kommissars oder, wie es später hieß, eines Ingenieurs der Seelen. Und er, der nie Mitglied einer kommunistischen Partei war, verfasste leider auch Stellungnahmen zu den stalinschen Schauprozessen, die unser einer nur mit größtem Unbehagen nachließ. Fehlt er sich in solchen Momenten wie der furchtsame und bequeme Galilei, der einer direkten Auseinandersetzung mit der Macht lieber aus dem Weg geht? Andererseits war Brecht, das kann man nicht deutlich genug hervorheben, ein Mann der unbezähmbaren künstlerischen Innovation, ein Feuerkopf, der überall zündeln musste. Er arbeitete mit Musikern zusammen, die an der vordersten Front der Avantgarde standen. Paul Hinde mit Hans Eisler und Kurt Weil, um nur einige der Namen zu nennen. Naturgemäß wollte er auch denen zeigen, wie man Musik noch moderner, noch volksnaher, noch mitreißender komponieren kann. Und Schussgrößen waren gehört schließlich zum Geschäft. Und selbstverständlich hörten ihm die Musiker freundlich, doch völlig ungerührt zu. Von Musik verstanden sie einfach mehr. Aber ein solcher Mann, lassen Sie mich das so zusammenfassen, verehrte Zuseher, ist einfach zu kreativ für die Kästchen einer von engstirnigen Ideologen vorzementierten Weltanschauung. Das gelegentliche Wegducken wird er nicht wie sein Galilei als Verrat, sondern als List empfinden. Und List war nötig. Im amerikanischen Exil stellten ihm schon früh die Kommunistenjäger nach, die sich später unter dem Senator McCarthy einen unrühmlichen Namen machten. List war genauso unabdingbar, als Brecht mit der DDR einen künstlerisch-politischen Kompromiss suchte, der ihm erlaubte, mit einem eigenen Ensemble am Theater am Schiffbauerdamm sein eigenes Konzept durchzuführen. Auch hier waren Emigranten nicht hilfreich, gerade wenn sie aus der UdSSR zurückgekehrt waren oder Walter Ulbricht hießen. Da half die Verleihung eines Friedenspreises aus Moskau, der im Namen Stalins vergeben wurde. Das belastete aber auch das Gewissen, wenn die Arbeiter selber auf die Straße gingen, wie im Juni 1953. Brecht rettete sich und die Haut seiner Mitarbeiter, indem er zum Klassiker wurde. Unangreifbar, weil sozusagen Weltniveau. Als er 1956 starb, verbat er sich eine letzte List alle offiziellen Ehrenbezeugungen. Der Stückeschreiber zog selber den Vorhang.